Shaky Cam! Woo. Chronicle, wozu bist du fähig? In dem Film Chronicle, wozu bist du fähig, geht es um drei Highschool-Schüler, den Loser-Typen Andrew, seinen Cousin Matt und den Liebling der Schule. Diese drei entdecken nach einer Party ein Loch im Boden und darin ein mysteriöses Gebilde. Nachdem sie mit diesem Gebilde in Berührung kommen, entwickeln sie alle drei langsam telekinetische Fähigkeiten, mit denen sie zuerst allen möglichen Scheiß anstellen, aber aus dem anfänglichen Spaß wird dann ziemlich schnell bitterer Ernst und im Endeffekt müssen sie sich die Frage stellen, wie weit dürfen wir mit diesen Kräften gehen und wann verlieren wir die Kontrolle über sie. Chronicle ist ein Found-Footage-Film, das heißt alles aus der Sicht von einer Handkamera gefilmt, auch wenn ich sagen muss, dass das in diesem Film wirklich sehr, sehr gut eigentlich funktioniert und nicht so eingesetzt wird wie in vielen anderen Filmen, wie man das eigentlich zuerst denkt, und zwar auf relativ kreativen Wege. Da lässt jemand zum Beispiel dann die Kamera schweben die ganze Zeit und man sieht wirklich spektakuläre Aufnahmen von einigen Sachen. Und somit könnte es vielleicht auch ein Film sein für Leute, die sonst eigentlich nichts mit Found Footage, Shaky Cam Film anfangen können, wie Cloverfield, Blair Witch Project oder Wreck oder was auch immer da schon rauskam. Was mir durch den Einsatz von dieser Personal Shaky Cam wirklich gut gefallen hat, ist, dass man so einen sehr starken Bezug zu den Figuren hat. Man ist wirklich bei allem dabei, was die Figuren tun. Und so kaschiert der Film eigentlich relativ clever, dass es eigentlich ziemliche Standard-Figurtypen sind, bei denen man sowieso weiß, in welche Richtung sich wer entwickelt und was am Ende passiert. Extrem cool fand ich bei diesem Film vor allem die erste Hälfte, in der unsere Protagonisten wirklich erst ihre Kräfte erlernen mit einigen Spielereien und sie immer weiter ausprobieren, sich immer weiter da reinsteigern und teilweise echt witzige Sachen damit anstellen. Und vor allem gab es hier und da auch wirklich einige Momente, bei denen ich dachte, wow, das ist Kinomagie, was hier gezeigt wird. Und an dieser Stelle muss ich wirklich mal spoilern, Achtung! Und zwar war das vor allem die Szene, in der sie das erste Mal fliegen. Da dachte ich wirklich, wow, das war unglaublich. Das war wahrscheinlich für mich, wie für viele andere, als sie in Jurassic Park das erste Mal animierte Dinosaurier gesehen haben. Also, ich fand es unglaublich, wie sie das hier dargestellt haben in diesem Film und mit was für einer Wirkung das auf den Zuschauer übertragen wurde. Spoiler Ende. Der Film an sich hatte relativ wenig Budget, was man teilweise auch an den Effekten sieht, aber da konnte ich jetzt drüber hinwegsehen. Aber vor allem hat der Film wirklich extrem viel eingespielt und ein Sequel soll ja auch folgen. Aber wie gesagt, die Effekte waren hier und da noch ziemlich unausgereift und vor allem in diesen Flugszenen hat man deutlich gesehen, dass hier mit Greenscreen gearbeitet wurde, auch wenn es noch lange nicht so schlimm aussah wie ein Shoot 'em Up. Aber okay, in Chronicle stehen vor allem sowieso immer die Figuren im Vordergrund und das finde ich auch sehr, sehr gut an diesem Film. So gibt es in diesem Film zum Beispiel auch keine Schwarz-Weiß-Gliederung, also keinen wirklichen Gut und kein wirkliches Böse. Und das fand ich vor allem richtig toll in diesem Film, dass man hier wirklich ganz normale Figuren genommen hat und nicht diese Superhelden-Standardware à la Captain America, obwohl Captain America natürlich auch ziemlich cool ist. Die Schauspieler, das sind allesamt ziemliche Nachwuchsschauspieler, von denen ich soweit noch gar nichts gesehen habe. Unter anderem haben wir hier Dane DeHaan, der eine wirklich großartige Leistung abliefert und als nächstes auch den Harry Osborn in The Amazing Spider-Man 2 spielen wird. Und Michael B. Jordan und Alex Russell, die auch wirklich eine solide Leistung abliefern. Trotzdem muss ich sagen, Chronicle wird vor allem in der zweiten Hälfte deutlich schwächer. Hier hatte ich vor allem das Gefühl, alles schon mal irgendwie gesehen zu haben und dass alles schon mal da war, vor allem auch besser ausgefeilt. Es ist trotzdem spannend und interessant, aber es ist einfach sehr vorhersehbar, vor allem der Verlauf des Finales. Und das fand ich doch ein bisschen enttäuschend. Ich dachte wirklich, dass der Film sich hier ein bisschen mehr traut. Wo ich gerade das Finale angesprochen habe, auch hier, wo sich praktisch unsere Figuren mit ihren Superkräften gegenseitig battlen, bleibt der Film seinen Handkamera-Stil treu, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, tut das eigentlich jetzt noch Not im Finale? Es wirkte teilweise nämlich ziemlich erzwungen dann, dieser Handkamera-Stil. Aber okay, ich kann wirklich verstehen, dass der Film sich hier dann selber treu bleiben will, weil sonst wirft man ihm natürlich wieder einen absoluten Stilbruch vor. Aber es hätte trotzdem gereicht, wenn es alles normal gefilmt gewesen worden wäre. Das Ende, finde ich, ist bei Found-Footage-Filmen oftmals ein Problem, wird hier aber wirklich super gelöst, finde ich, und ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Im Endeffekt hat mir Chronicle vor allem in der ersten Hälfte richtig, richtig gut gefallen. Die zweite Hälfte flacht dann leider ein bisschen ab, wird zu vorhersehbar und routiniert, aber trotzdem, ich finde, Chronicle ist ein wirklich guter Film. Man sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben und gebt ihn eine Chance, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich gebe ihnen 7 von 10 Punkten. Das war's von mir. Ich bin raus. Ciao.
Wenn ihr an dem Film interessiert seid, dann klickt euch meine Kritiken zu Cloverfield, Push und Jumper.